So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt in der Vorproduktion. Läuft hier auch Musik? Ja. Aber viel zu leise, deswegen überspringen wir mal schnell das eine Lied und wir gehen sofort zum nächsten Lied. Helfer C wird blockiert. Warum wirst du denn blockiert? Wir übernehmen mal schnell. Stimmt, der kommt. Ich sag aber nicht. Das ist wegen der Farm? Oh, das ist ja nervig. Das ist ja scheiße. Naja, gut. Wir machen den Helfer hier immer noch rein. Weil wir müssen den ja jetzt wegfahren. Benötigt... Oh, benötigt Kalk. Kalk ich eigentlich davor oder danach? Wir haben sowieso kein Geld mehr. In dem Sinne bringt es eh nichts. Und hier bin ich fast voll. Das heißt, wir fahren das mal hier zur Seite. Wir brauchen ja Geld. Aber wir brauchen natürlich auch Saat. Wir müssen ja was aussehen. Das ist ja der Sinn des Spiels. Wir müssen ja mit aussehen, müssen wir Geld verdienen. Wer hätte das gedacht? Muss sowieso gleich mal gucken, wie spät wir es eigentlich haben. Weil ich die Uhrzeit wieder mal verpasst habe. Wir haben es 16:16 bei mir. Am 6. Dezember. Also gar nicht so weit in der Vorproduktion wahrscheinlich, wie ich mir zuerst dachte. So, und dann müssen wir uns überlegen. Hier werden wir natürlich den Helfer einstellen. Weil dann brauchen wir erstmal kein Saatmaterial kaufen. Das wäre für mich ein bisschen sinnvoller, praktischer. Nehmt, was ihr wollt. So, dann überlegen wir mal. Wir haben Hafer. Aber Hafer mal da drüben angesät. Nee, nicht. Was war das? Z. Wir könnten Raps. Raps können wir ja mit unserer Maschine abernten, soweit ich weiß. Genau, Raps nimmt's an. Auch der, ich wollte gerade sagen, Schredder. Ah, er kann mehr annehmen. Der, guck mal, der kann auch Mais. Also gibt es von den hier noch einen Maisernter. So, er hat die Arbeit erfolgreich beendet mit einem Leck. Nice. Das leckt es schön. Ja gut, mein Speicher ist eh bald wieder voll. Da muss ich eh bald löschen. Ich habe heute alles hochgeladen, was es geht. Geht's in der Außenperspektive besser, aus irgendeinem Grund besser, aber... Oh. Da habe ich nie O gedrückt, aber ich bin gedrückt. Aus Versehen. So. 4 passt hier nicht mehr rein. Gucken wir mal, ob das reicht. Und dann ist die Frage, was machen wir mit dem Hänger? Schaffen wir es gleich weg? Was eigentlich, glaube ich, logisch wäre. Oh, jetzt habe ich euch geschlagen mal wieder. Wer hätte das gedacht? Und ihr wollt nicht hängenbleiben. Ich hoffe, bleibt hängen! So, also wir haben Weizen. So. Getreidespeicher Ost. Für 700. Ist nicht viel. Oh, ich fahr mal trotzdem weg. Und weil alle nämlich aber an der Arbeit sind, fahren wir mit unserem Fortschritt ein. Das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil niemand würde das machen. Eins würde ich mal kurz gucken. An einer Stelle werden nämlich... Also hier werden wohl die Hühnerpackung hingesetzt. Okay. Ja. Wir werden... Nächstes Tier. Ja, schön. Ich habe 0,1. Ah ja. Da ist der nichts reproduziert. Wir werden mal mehr kaufen hier. Ja?
Nehmen wir noch ein paar weiße, ein paar schwarze Hühner. Ein paar braune Hühner. Wie überhaupt schon. Ja, ich habe braun. Ich habe von allen irgendwie alles. Wollen wir noch einen Hahn nehmen? Noch zwei schwarze. Jetzt sind wir bei 4300. Ich finde es geil, dass es diese Paletten sind, die ankommen. Jetzt gucken wir nochmal kurz auf die Map. Denn wir müssen zum Süd. Na, Getreidespeicher Süd. Nee, Getreidespeicher Ost. Ist er doch. Was habe ich gelesen mit dem Bescheiden? Also realistisch ist es nicht, das würde kein Schwein machen. Wir brauchen aber... Egal, wenn das noch animiert wäre. Das wäre richtig sexy. Also lohnt tut sich das eigentlich nicht, das wegzufahren, weil überlegt man 10.000 mal 8. Das sind 8.000, die ich jetzt verdiene. Circa 8 bis 10.000 ist nicht viel, aber was soll ich sonst machen? Ich habe ja auch gebockt mit dem Fahrzeug hier hinzufahren, aber wir müssen dann aber noch eine zweite Mission annehmen. Obwohl, das werden wir jetzt machen. Da können wir nämlich da den Helfer fahren lassen. Hier gibt es 4.000, hier gibt es 7.000. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache für sich. Aber ich würde mal sagen, hier für 7.000, für 16 Meterpunkte. Das werden wir mal schnell machen. Klar, es ist alles gespawnt. Und spawnt noch! So. Ah, hier genau unser Essen. Scheiße. Das werden wir nicht mal brauchen. Das müssen wir gleich nochmal gucken. Wohin wir nochmal fahren müssen. Feld 17 war es. Nee, Feld 16. Wäre ich schon fast falsch gefahren. Feld 16. Das Ding. Okay. Mal zur Sicherheit gucken. Feld? Das ist ja ein weiter Weg. Ich habe zwar auch einen Bug bei Paluten gesehen, aber den werde ich nicht ausnutzen. Und zwar, wenn man die Felder so erntet und das einfach woanders entschafft. Das möchte ich nicht so machen. Was für ein Fahrzeug ist das überhaupt drin? Akku, nee, Messi. Oh, guck mal, da hat irgendeiner Stau verursacht. So. Ja, jetzt kommen halt deine... Mal schön raus. Mit 33 haben die auch schneller als meiner. Jedes Fahrzeug ist schneller als mein. Wir könnten, wir hätten ja eigentlich... den Hänger, den man, oder das Fahrzeug, was wir jetzt bekommen, hätte man jetzt nicht ausbauen können und hätte uns einen Hänger rangehangen und wären losgefahren. Das ist schon weiter Weg. Besser als wenn ich zwar Feld 1, 2, 3, 4 oder sowas machen müsste. Crash! Alter! Oh, da kam die Lohnzahlung rein. Ah, gut. Unser anderer Helfer müsste auch schon fertig sein. So.
Dann kann ich nämlich den Part dann gleich beenden. Dann können wir nämlich im nächsten Part den Helfer einschalten, können unsere Fracht wegfahren. Könnt mal reinschreiben, was ihr gedacht hättet, was ich verdiene. Hier hinten ist das Feld, aber so kann ich nicht drüber fahren. Hier ist alles voller Bäume. Ihr könnt ja dann rein in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ich verdiene. Und dann fahren wir, wie gesagt, im nächsten Part weg. Dann ist der Dreck weg, genau. Und die Mission starten wir dann im nächsten Part Anfang. Genau, also jetzt müssen wir mal gucken. Der hat davor sein Feld eingegangen. Okay. Das ist sehr nett. So. Dann will ich mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Wir klappen, wie gesagt, noch schnell alles auf. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt der Misswort. Ciao, ciao.